lieben Schwestern und Brüder, wenn wir heute am Dreifaltigkeitssonntag etwas neu erfahren sollen über das innerste Wesen Gottes, dann scheint es mir im Blick in die Geschichte zwei große Ströme zu geben, die darüber Auskunft geben. Es gibt immer sozusagen heute einen gewissen Vorbehalt, wenn wir sagen, ist das nicht alles viel zu kompliziert gedacht und geschrieben? Wie soll man das erklären, was Dreifaltigkeit ist? Eins und drei, wie ist das mit dem Begriff der Person? Das sind alles sehr schwierige Fragen. Aber zunächst ist ein erster Schritt, bevor wir zu diesen beiden Strömen kommen, von denen ich sprach, ein erster Schritt ist, wie immer in die Heilige Schrift zu schauen. Man kann im Grunde genommen auf jeder Seite der Heiligen Schrift, wo Gott sich selber zeigt, wo Menschen Erfahrungen mit diesem einen lebendigen Gott machen, auf dieses innerste Geheimnis Gottes stoßen. Im Buch der Sprichwörter in der ersten Lesung, wo von der Weisheit Gottes die Rede ist, die wie eine Gespielin schon am Anfang vor der Schöpfung bei ihm ist, ist von einem Beziehungsgeschehen die Rede. Wenn Paulus das am Beispiel der Sünde deutlich macht, was bedeutet es, von der Sünde befreit zu sein? Was bedeutet Rechtfertigung? Auch so ein aufgeladenes, schwieriges Wort. Und wenn Jesus im Evangelium Satz für Satz den Jüngern erklärt, was es bedeutet, was seine Sendung ist, was es bedeutet, dass er unter ihnen ist, dass er hier lebt und dass er jetzt diesen Weg, das sind Sätze, die er kurz vor seinem Tod spricht, dass er diesen Weg zu gehen hat, genau diesen und keinen anderen. Es hat in der Kirchengeschichte zwei große Ströme gegeben. Der eine, das ist der Strom des Nachdenkens über Gott. Und wie man das genau fassen kann, auch begrifflich und dogmatisch definieren kann. Wenn wir anschauen, mit wie viel Mühe und Einsatz, auch mit wie viel Denkleistung, sich die frühen Konzilien darum bemüht haben, nur ja nichts unklar zu lassen, soweit Menschen das überhaupt können, aus dem, was wir hier finden in der Heiligen Schrift, eine verantwortbare Aussage über Gott zu tätigen. Das waren jetzt nicht irgendwelche, die da zusammensaßen, sondern führende Denker ihrer Zeit. Und es gibt nicht wenige Stimmen, die sagen, wir sind heute auch gerade in Europa ein wenig undankbar, wenn wir sozusagen das christliche Erbe so ein bisschen wie ein schmuddeliges Stiefkind von der Straße behandeln. Es sitzt zwar noch am Tisch, aber es gilt auf jeden Fall das Motto, spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Und da gehört die christliche Tradition auf jeden Fall dazu. Es gibt Stimmen, die sagen, genau dieses Nachdenken über Gott hat überhaupt erst das hervorgebracht, was wir Philosophie nennen, europäische Philosophie. Was eine Denktradition erst im Sinn der Aufklärung möglich macht. Weil es das Denken geschärft hat. Weil es die Kriterien und die Kategorien klargesetzt hat. Man muss dem vielleicht gar nicht unbedingt zustimmen. Aber dass es eine große Leistung war, kann man nicht bestreiten. Aber es geht uns ja heute nicht um geschichtliche Leistungen, sondern wir feiern wie immer, wenn wir Eucharistie feiern, das innerste Wesen Gottes. Und das führt uns gleich über zu dem zweiten großen Strom. Er ist bei uns da, aber doch ein wenig zuweilen unterernährt. Der zweite Strom ist nämlich der, dass man weniger Kraft in die Definition lenkt, als in die Feier. In einer seiner schönen Katechesen am Mittwoch hat Papst Benedikt seinerzeit einen fast unbekannten ostkirchlichen Patriarchen erwähnt, namens Germanus aus dem 8. Jahrhundert. Er spielte eine Rolle im damaligen Bilderstreit, ob man die Ikonen nun verehren darf oder nicht. Und der Kaiser war strikt dagegen, aber Germanus setzte sich dafür ein. Und Germanus, von dem Benedikt XVI. Sagt, er sei jetzt kein überragend großer Denker, dem verdanken wir dennoch einige schöne Sätze. Ich will einige zitieren. Er sagt: Die Kirche ist Tempel Gottes, heiliger Raum, Haus des Gebetes,
wo der transzendente Gott wie in seinem Haus wohnt und umhergeht. Aber sie ist auch ein verwirklichtes Zeichen der Kreuzigung, des Grabes und der Auferstehung. Die Kirche ist das Haus Gottes, in dem das mystische und lebendig machende Opfer gefeiert wird, zur selben Zeit innerster Teil des Heiligtums und heilige Grotte. In ihr finden sich nämlich das Grab und der Tisch, Nahrung für die Seele und Gewährleistungen für das Leben. In ihr finden sich schließlich jene wahren, kostbaren Perlen, die die göttlichen Dogmen der Lehre sind, die vom Herrn direkt seinen Jüngern geboten wird. Sichtbarkeit Gottes der Welt in der Kirche, und zwar vornehmlich in ihrer Feier. Das ist der zweite große Strom, weniger in der Reflexion, in der philosophischen Reflexion über Gott, als vielmehr im Begängnis, in der Lobpreisung Gottes, Gott kennenzulernen. Ich glaube, es wäre wert, liebe Schwestern und Brüder, diesen Strom noch einmal neu zu entdecken, für hier und heute. Dem liegt eine sehr grundlegende Erfahrung, diese Erfahrung liegt da bereit. Das ist so ähnlich wie, wenn wir manchmal mit großen Worten sagen, ich liebe einen Menschen. Ja, das hat man schnell gesagt, wenn man im Überschwang der Gefühle sozusagen berührt ist, sozusagen in hellen Flammen steht. Dazu muss man nicht unbedingt 14 oder 16 sein. Das kann auch im hohen Alter geschehen. Bei uns zu Hause sagt man, alte Scheunen brennen gut. Eine schöne Erfahrung ist das ja auch. Aber darin erschöpft sich die Liebe ja nicht, liebe Schwestern und Brüder, sondern die Liebe muss sich durchbuchstabieren. Die Liebe zeigt sich dann erst in ihrer vollen Gestalt, wenn wir mit einem Menschen zu leben beginnen. Wenn wir Erfahrungen mit ihm machen, wenn wir uns wirklich auf ihn einlassen, wenn wir Schritt für Schritt mit ihm gehen. Immer. Nicht nur in den schönen Momenten. Man könnte sagen, das ist eine Analogie für unseren Weg mit Gott. Und es ist eine Analogie, ein Vergleich, wenn man so will, für unseren Glauben an Gott, der sich zeigt in der Kirche. Auch die Kirche ist nicht immer nur schön. Auch die Kirche hat manchmal ihre Gehbehinderung, ihre Faulheit, ihren Schmutz. Und dennoch wählt Gott genau sie als seine große Gefährtin in dieser Zeit, in dieser Welt. Und deshalb, wer von Gott reden will, von diesem Gott, an den wir glauben, muss sich auf diese Kirche einlassen. Nicht auf so eine Pippi-Langstrumpf-Kirche, die ich mir wünsche und wie sie dann immer wäre, sondern auf die konkrete, jetzt manchmal hinkende, manchmal sehr lahme, wie auch immer. Sie finden sicher noch andere Beschreibungen in ihrer Wahrnehmung von Kirche. Genau in dieser. Genau in dieser will, wie Germanus im 8. Jahrhundert sagt, der transzendente Gott wahrgenommen werden, weil er mit ihr geht. Weil er in ihr geht. Und in diesem sich einlassen, in diesem gemeinsamen Weg, entsteht Glauben, entsteht Liebe. Erfahren wir etwas vom dreifaltigen Gott, der sich in diese Welt hineinbuchstabiert, indem er uns sein Angesicht zeigt in Jesus Christus, sich sehen lässt in ihm, das Abbild des einzigen Gottes, wie Paulus schreibt im Kolosserbrief. Indem er sich zeigt in seinem Wirken, im Wirken des Geistes, der diese Kirche allem zum Trotz nicht untergehen lässt, sondern manchmal hinkend und stolpernd, aber sie dennoch den Weg gehen lässt bis zum Ende der Zeit. Dieser Tag, liebe Schwestern und Brüder, ist eine große Einladung, wenn wir den Glauben an den dreieinen Gott neu einüben wollen, uns auf die sichtbare Kirche einzulassen. So wie sie ist. Das heißt nicht, dass sie so bleiben muss, aber dass wir uns einlassen und mit ihr gehen, so wie sie ist. Denn anders werden wir schwerlich den Gott erfahren und erkennen, von dem die Heilige Schrift auf jeder Seite spricht.